Ja, hallo, Kai Stüben. Ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal, heute für die Iden GmbH, heute zu Gast Sabrina. Hallo Kai. Ja, Sabrina, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist Musikerin. Genau, ich komme aus dem klassischen Bereich. Meine Oma ist Opernsängerin. Ich spiele seit 20 Jahren Flügel und Querflöte. Okay, ich gehe davon aus, du hast Muße und dir entgeht kein unbestimmtes Instrument. Das möchte ich nicht hoffen. Ja, wir haben heute einen 1er BMW umgebaut und den hast du dir angehört. Ja. Was war das Geklimper am Anfang? Das war Chopin, das Regentropfenpräludium, welches sehr anspruchsvoll ist, weil alle Tonarten durchgespielt werden. Also genau das Richtige zum Testen. Okay, aber wie hat dir das gefallen? Katastrophe, eine Beleidigung für meine Ohren. Aha, okay. Du hast ja nochmal versucht, was zu retten mit der Radio, mit der Klangeinstellung. Genau, ich habe versucht, ein bisschen die hohen Töne zu optimieren, leider erfolglos. Gut, was Sabrina natürlich nicht wissen kann, bei dem werksmäßig verbauten Stereosystem vom BMW gibt es keinen zusätzlichen Zusatzhochtöner, sondern es gibt nur den Mitteltöner. Und das klang so ein bisschen, spielte die Musik eigentlich? Völlig eingesperrt. Die Eingesperrt, spielte ja. hinter dem Lautsprechergitter. Ganz genau. Kam irgendwie nicht so richtig, konnte sich nicht richtig, die Klänge konnten sich nicht richtig lösen vom Lautsprecher, ne? Absolutes Durcheinander. Ja, das empfand ich auch. Ja, wir haben das Fahrzeug umgebaut und wie empfandst du das danach? Ein Traum. Ja, was haben wir gehört? Schiller, oder? Wir haben Schiller gehört. Ich meine, das ist das neue Album Opus. Ja, Opus, genau. Und da habe ich natürlich auch schon Favoriten, Na? so Swan's Lake. Schwansee, ja. Schwansee ist ein Knaller. Ich habe mir Schwansee auch schon häufiger angehört, häufig mit dem Kopfhörer. Hat mich das nicht so abgeholt wie jetzt. Also cooler Song, definitiv, aber er lebt auf jeden Fall von seiner genialen Dynamik. Und wie wir fertig waren, hat das Ding richtig gerockt, ne? Ja, wunderbar. War echt Ja. gut. Was ist dir noch aufgefallen? Was hast du da in den Händen? Ich habe hier meinen Tieftonvibrator in der Hand. Ja, das ist ein Tiefton-Vibrator. Ja, das ist der Eaton B150 USB. USB steht für Underseat Bass und das hast du gespürt, ne? Das habe ich wohl gespürt. Das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Ja, weil dieses Teil verfügt über eine große 50 mm Schwingspule und diese große 50 mm Schwingspule hat eine Wickellänge von 19 mm und wenn wir damit richtig Verstärkerleistungen drauf loshämmern, dann passiert da richtig was, ne? Also das rockt. Und wir haben ja nachher auch noch von mir Marco Schulz mal gehört. Ist dir das in Erinnerung geblieben? Es ist ja eigentlich nicht meine Musik, aber das hörte sich super an. Also mit dem System klang das echt prima. Und ich hatte, trotzdem wir sehr laut gehört haben, nie das Gefühl, dass da nichts mehr geht und dass es schon am Ende ist, sondern da war immer noch ein bisschen Reserve vorhanden. Ja, absolut Meine brutal. Meinung. Ja, stimmt. Absolut brutal pegelfest. Dafür natürlich verantwortlich ist diese Schönheit hier. Ah. Mir ist aufgefallen, sie sieht sehr nackt aus. Sie sieht ja sehr nackt aus. Ja, was ist denn das überhaupt? Das ist eine Vierkanal-Endstufe. Sehr schön auswendig gelernt. Ja, das ist eine Vierkanal-Endstufe und das ist die MA 150.4 von Eaton. Das ist kein Blendwerk. Also das ist ähnlich wie bei einer Frau. Schöne Hülle und häufig darunter eine flache Platine. Das ist hier nicht der Fall, sondern hier haben wir richtig Dampf unter. Ein ganz potentes Netzteil. Die Endstufe ist komplett in SMD gebaut. Vorstufe und Aktivweiche sind auf einer Tochterplatine ausgelagert. Dadurch baut das Ding so super kompakt. Das ist dir ja auch aufgefallen beim Einbauen, ne? Ja, da ist mir vor allen Dingen irgendwie nichts aufgefallen. Ja, genau, weil es versteckt unter der Kofferraumverkleidung ist. Das Ding ist so klein, macht relativ wenig Abwärme, weil das Ding ultra effizient ist. Das heißt, es ist kein Stromverschwender. Auch für Leute, die jetzt das auf dem Boot einbauen wollen oder im Wohnmobil. Das Ding hat einen riesen Vorteil. Das Ding hat einen gigantischen Wirkungsgrad. Also nicht wie eine analoge Endstufe, dass die viel Verstärkerleistung und Abwärme produziert, sondern das Ding macht wirklich fast jedes Ampere zur Verstärkerleistung. Ne? Super. Ja, wir bedanken uns, dass ihr auf unserem YouTube-Kanal wart. Ich hoffe, es war interessant für euch. 1er BMW und klassische Musik, da müssen wir doch noch mal ein paar Grüße loswerden, ne? Nach Hannover. Ja, alles klar. Schöne Grüße. Ja, ich hoffe, wir haben euer Interesse geweckt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne E-Mail schicken unter info@kai-stuven.com oder mich anrufen unter 0172 4090295. Ja, oder uns ein Like bei Facebook geben. Ab nächstes Jahr geben wir richtig Gas bei Facebook, ne? Haben wir uns vorgenommen. Das haben wir uns vorgenommen. Das Ja. werden wir auch umsetzen. Ja, genau. Wir fangen gleich mal an, starten 2014 in Las Vegas auf der CES und halten euch auf dem Laufenden mit den allercoolsten und neuesten Gadgets, die es so gibt und guten Produkten. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das Jahr 2014 nicht ein paar geile Produkte für euch raussuchen. Und bedanken uns erstmal, dass ihr auf unserem Kanal wart und sagen bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche. Alles klar. Ciao. Tschüss.